war nicht schwer zu erraten. Den letzten guten Tag hatte sie damals, als der Mumps rumging. Ich habe sie selten so laut lachen gehört. Lass dich einfach nicht zu sehr von mir ärgern, okay? Fies. Aufgabe der Oberin. Was musst du denn jetzt schon wieder für die Oberin machen? Und jetzt sag nicht, du musst wieder ihre Warzen mit Bimsstein abreißen. Oh. Letzte Mal in unserer Schlafkoje. Okay, Beete umgraben. Warte mal, Lilly. Hier ist gerade eine besonders harte Stelle. Ach, so ein Dreck. Ich ruiniere mir noch meine ganze Hornhaut. Hab so lange darauf gespart. Die Beete könnten aber auch echt mal wieder umgegraben werden. Aha. Sag jetzt nicht, dass dir die Oberin genau das aufgetragen hat. Aha. Dann kannst du mir am Ende doch noch helfen, den Schatz auszubuddeln. Du musst sogar. Es geschieht quasi im Auftrag des Herrn. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist eine Schaufel. Oh, hey, ich hab da zufällig so einen Keller. Da wir leider nicht reinkommen, der ist abgeschlossen, wie man gesehen hat. Aber warum reißt dich nicht Edna einfach die Fußnägel wieder ab und grabt das damit um? Ich meine, das hat ja in Edna bricht aus ja auch so schön funktioniert. Oh, aber ich will das Geräusch nicht hören. Sie hat dir aufgetragen, die Termiten vom Schaukelbaum zu entfernen, richtig? Woher weiß sie das? Das musste ja so weit kommen. Weiß sie eigentlich, wie schwer es war, die alle zusammenzubekommen? Für die großen Roten bin ich sogar ins Feuerwehrmuseum eingebrochen. Und dann die ganze Mühe, ihnen Kunststücke beizubringen. Polonaise können sie bereits, wenn man ihnen eine Spur aus Marmelade legt. Als nächstes wollte ich ihnen Cha-Cha beibringen. Ach, was soll's. Vielleicht schaffst du es, sie nur umzunudeln, anstatt sie in die Luft zu sprengen oder was du sonst so vorhattest. Ich würde dir sogar dabei helfen, aber meine Marmelade ist alle. Oh. Oh, schade. Okay, das heißt, wir müssen einen Marmeladenersatz finden und eine Schaufel. Schatzsuche! Du willst bestimmt wissen, wie die Schatzsuche vorangeht, oder? Aha. Nun, um ehrlich zu sein, nicht so gut. Der Boden ist einfach zu fest. Ohne Schaufel werde ich hier wohl kaum fündig werden. Dann piss doch drauf. Ich habe aber schon einen prima Rand unter den Fingernägeln und aus Versehen eine Nacktschnecke verschluckt. Ein kleines Trostpflaster von Mutter Natur. Also irgendwie ist das Spiel makaber als, na gut, was heißt makaber? Ekliger als Edna bricht aus, aber egal. Dialog beenden. Gut, das heißt, wir müssen jetzt die Schaufel finden und, irgendwas, um die Termiten wegzulocken. Ja, Prost, Leute, auf die Nacktschnecke. Auf die Nacktschnecke. Lecker, selter mit Nacktschneckengeschmack. Boah, weißt du, wie Nacktschnecken schmecken? Kein Kommentar. So, gehen wir mal zum Brunnen. Wen haben wir denn da? Hier liegt unser Gartenschlauch. Coolio. Freeman! Wir haben Gordon Freeman gefunden! Morgen, Freeman! Nicht morgen, Gordon! Oh, oder Gordon. Bienennest. Lilly mochte Bienen. Sie summten so schön. Außerdem sammelten sie fleißig Honig. Und wenn man genau hinsah, sah man sogar ihre Stacheln fröhlich in der Sonne funkeln. Ja, na, wenn man Mensch, die mitten im Gesicht stecken hat, so. Lillys Mitschüler Freeman hatte sich weit über den Brunnenrand gebeugt. Wenn er sich noch weiter vorwagte, würde er hineinfallen. Genau wie in Lillys Lieblingsbuch. Oh nein, und das wäre ja schrecklich. Okay, lassen wir mal, reden wir jetzt mal mit ihm hier. Vielleicht ist er ein ganz netter. Ja, vielleicht. Vielleicht hilft er uns ja. Ach, Lilly, ich dachte schon, da wäre jemand. Stör mich nicht. Ich bin beschäftigt. Erinnert dich nicht die Stimme an jemanden? Ja, ein wenig. Das ist doch... Ha, wie heißt der Heini? Stiesel. Ich komm... Ja, stimmt, Stiesel. Stiesel. Der Mann mit dem Golfschläger, mit seinem Papis Golfschläger. Genau, was ist im Brunnen? Aufgaben der Oberen. Was wollen wir nehmen? Ach, entscheide du mal. Alles klar, ich soll machen. Dann nehmen wir doch mal, was ist in dem Brunnen? Hab ich nicht gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen. Ich versuche mich zu konzentrieren, okay? Irgendwas Gott, ist da unten im Brunnen. Ich sehe etwas glitzern. Oh Mann, ich hoffe, es ist der Kellerschlüssel. Das wäre ja so Gumbo. Gumbo! Ich Gumbo, du Gumbo, es ist Gumbo! Du weißt nicht, was Gumbo ist, oder? Nein! Ach, Lilly, du bist einfach hoffnungslos verschwunden. Das ist wahrscheinlich dasselbe wie Wambo, so bloß ohne Purzelbaum. Heute, das ist voll Gumbo. Oder das gummt. Aber du bist einfach nur lahm. Voll ungumbo.
Wir haben dazu früher cool gesagt, aber anscheinend ist es jetzt auch aus der Mode. Naja, was haben wir denn da? Klosterregeln und... Was ist das? Das wird der Kellerschlüssel sein. Ja, Kellerschlüssel. Ach man, Lilly. Jetzt halt doch mal endlich den Rand. Es sei denn natürlich, du hast eine Idee, wie ich an den Kellerschlüssel komme. Man bedenke nur, was ich damit alles anstellen könnte. Im Keller zum Beispiel in den Keller gehen! Gelagert werden. Nicht nur so öde Dinge wie Schaufeln und Pinsel und so. Ich rede hier von echten Schätzen. Wie einem Presslufthammer. Was für ein Schatz! Wozu Kellerschlüssel? Alles klar, das hatten wir gerade. Und nu machen wir mal Klosterregeln. Geht das jetzt etwa wieder dein Vortrag über Recht und Ordnung im Kloster? Na, da bin ich aber mal gespannt. Wir dürfen nicht in den Keller. Nicht in den Keller. Mann, Lilly, lern mal einen neuen Text. Wir dürfen dies nicht, wir dürfen das nicht. Trink kein Motorenöl, spielt nicht mit den Steckdosen. Du kannst einem echt bei allem den Spaß verderben. Genau. Kein Wunder, dass dich niemand mag. Ganz ehrlich, das haben wir als kleine Kinder früher auch gemacht. Ich meine, das macht super viel Spaß. Echt mal. Sie will's verbieten. Das ist echt, geht mal gar nicht, du. Ja, echt mal. So, alles klar. Aber wir haben doch auch ein Brunnenverbot. Was jetzt noch? Du siehst doch, dass ich mit dem Brunnen beschäftigt bin. Oder hat das deine ach so tolle Oberin auch verboten? Aha. Ach ja? Das beweist nur wieder, wie unsinnig diese ganzen Regeln der Erwachsenen sind. Ja, alles klar. Der Brunnen ist doch aber tief. Bist du immer noch da? Schleich hier nicht so rum, sonst falle ich noch vor Schrecken in den Brunnen. Oh, wie süß. Hast du jetzt etwa Angst um mich, oder was? Keine Sorge, ich bin nicht so blöd, dass ich in den Brunnen steige. Aber nicht, weil die Oberin das verboten hat, sondern weil es wirklich zu riskant ist. Aber es wäre lustig. Der Brunnen ist doch aber viel zu gefährlich. Ich weiß, dass die Oberin nicht will, dass wir in den Brunnen klettern. Aber du kannst dir kaum vorstellen, wie wenig mich das interessiert. Im Gegenteil, das ist fast schon wieder ein Ansporn für mich. Na, Mensch. Alles tun, damit ich nicht so ein kleiner Konformistenroboter werde wie du. Verdammter Konformist. Okay, warum kletterst du dann nicht einfach in den Brunnen? Ich hab gesagt, verschwinde. Was ich hier mache, geht dich gar nichts an. Okay, dann wohl nicht. Gut. Dann sprechen wir ihn nochmal auf die Aufgaben der Oberin an. Zu tun? Musst du nicht Nein. irgendwelche Aufgaben für die Oberin erledigen? Also... Wusste ich's doch. Du bist aber auch zu blöd, dass du den ganzen Mist immer aufbrummen lässt. Was ist es denn diesmal? Musst du wieder mal den Kompost alphabetisch sortieren? Oder Nein. den Rücken enttarnen? Nein, ich soll die Termiten verscheuchen. Du sollst die Termiten vom Schaukelbaum verscheuchen. Sag mal, sind die alle Hellseher? Anscheinend, ja. Na, viel Glück. Der Schaukelbaum ist aus Süßholz. Und Termiten sind bekannt dafür, dass sie auf Süßigkeiten abfahren. Das wirst du nie schaffen. Sagte er, während ein Wespennest über ihm hing. Nun ja. Okay, kannst du mir denn vielleicht dabei helfen, die Beete umzugraben? Lass mich raten. Du sollst die Beete umgraben. Richtig. So langsam geht's mir auf den Sack. Na, viel Glück. Mit deinen kleinen Mädchenhänden wird das eine Ewigkeit dauern. Aber glaub mal nicht, dass ich dir eine Schaufel leihe, wenn ich erstmal im Keller bin. Es sei denn, du willst mir doch helfen, den Schlüssel vom Grund des Brunnens zu holen. Dachte ich mir, weil es verboten ist, nicht wahr? Oh Mann, Lilly. Du bist so angepasst, dass es schon fast ein Wunder ist, dass man dich noch von der Umgebung unterscheiden kann. Wie ein Busch. Alles klar, gut. Ja, ich bin mit meinem Latein jetzt gerade erstmal am Ende. Willst du wieder weitermachen? Jojo. Dann... Alles klar. Werde ich mal, wenn du aufhörst, die Maus zu bewegen... Entschuldigung. Wozu Kellerschlüssel? Ja, das wissen wir ja, der will in den Keller rein. Müssen wir das... Nee, brauchen wir nicht mehr fragen. Klosterregeln hatten wir auch schon durchgenommen, also Dialog beenden, Wespennest, können wir damit irgendwas anstellen? Die Idee war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz. Was denn vielleicht mit dem Schlauch? Schlauch? Können wir damit das Bienennest? Hey, weg da! Such dir einen anderen Platz zum Spielen. Wie nett. Freeman machte sich offenbar Sorgen um Lilly.
Oh. Ist der junge Herr etwa verliebt? Nein, glaube ich nicht. Können wir Freeman damit ein bisschen abspritzen? Nein, danke. Ich schaff das schon alleine. Okay. Hm. Du schaffst es also alleine wirklich zu spritzen? Kannst du den Schlauch in den Brunnen hängen? Hey, weg da. Ich hätte eine Idee. Such dir einen anderen Platz zum Spielen. Wie? Oh. Freeman machte sich offenbar Sorgen um Lily. Ja, ja. Ja. Okay, also, gut. Du bist dir wirklich sicher, dass du allein mit Spritzen hier fertig wirst? Nein, danke. Ich schaff das schon alleine. Alles klar, gut, alles klar. Zum Schulteich. Gehen wir mal wieder zurück. Oh. Okay, da gehen wir mal wieder zum Brunnen. Ich ahne etwas. Als Lily zurück an den Brunnen kam, war Freeman verschwunden. Oh nein! Ja, er hilft gerade gegen den Kampf gegen die Combines. Gartenschlauch hier. Stecken wir den mal jetzt im Brunnen, jetzt ist er nicht mehr da. Plutsch! Ja, der ist ja nicht wirklich drin. Jetzt geh mal wieder zum Schulteich, ich hab ne Idee. Oh, man kann Doppelklick hier verwenden, oh, es ist herrlich. So, alles klar. Dann nimm jetzt mal den Gartenschlauch, der da aus der Wand ragt, und schließ ihn mal an die Pumpe an. An der Pumpe, jo. Wird sofort gemacht. Und dann benutz mal die Pumpe. Die Pumpe an. Schnauze. Entschuldigung. Haben wir jetzt damit irgendwas bewegen können? Hoffen wir doch mal. Nö. Nö? Scheiße. Okay. Wir können jetzt nochmal ins Kloster. Sonst. Lily durfte nicht ins Kloster. Ah, cool, wir können ins Kloster, hab ich gar nicht gesehen. Hoffentlich fing es nicht wieder an zu hageln. Ja, Hagel, das ist ja schlimm. Okay, das im Kloster. Richtig. So, wir können nicht ins Kloster, okay, dann das heißt, wir müssen erst die Aufgaben irgendwie erledigen. Was können wir denn machen? Was haben wir im Inventory? Wir haben einen Wollknäuel. Was haben wir noch? Die Hake. Ha, Idee! Geht zum Brunnen? Hake mit Bienenstock, ich weiß deine Idee. Genau. Hat jeder in seiner Kindheit mal gemacht. Ah, was soll das? Oh. Nein! Geht weg! Ich habe eine Allergie! Ah! Oh. Oh nein! Jetzt war der tollpatschigen Lili doch glatt das Bienennest in den Brunnen gefallen. Den Bienen schien das auch wenig zu gefallen. Oh. Klang anders als sonst. Tja. Und nur weil der Spieler es so wollte. Egal. Können wir jetzt die Pumpe anschalten? Pumpe, los. Pumpe! Lili, bist du von allen guten Geistern verlassen? Schalte das sofort ab. Hab ich dir nicht ganz genau gesagt, was du zu tun hast? Ich kann einfach nicht glauben, dass du es immer wieder schaffst, mich aufs Neue zu enttäuschen. Lily verstand nicht, was sie falsch gemacht hatte. Hm. Aber geh noch mal gucken, vielleicht hat's was gebracht. Der sieht so aus, als ob er gerade von Mike Tyson verprügelt wurde, Alter, Finne. Lily, vielen Dank für deine tolle Hilfe. Das hast du wirklich klasse gemacht. Wenn ich dir irgendwie helfen kann... Oh, du willst den Kellerschlüssel haben. Aber natürlich. Nichts. Was fällt dir überhaupt ein? Du hast mich auf die Idee gebracht, in den Brunnen zu klettern. Deinetwegen bin ich hineingefallen. Aber anstatt mir rauszuhelfen, wirfst du mir ein Bienennest auf den Kopf. Und ertränkst mich beinahe. Sieh mich an. Ich bin nass, zerstochen und von oben bis unten mit Honig vollgeschmiert. Ja, Entschuldigung. Alle halten dich für süß und harmlos. Aber in Wirklichkeit bist du eine wandelnde Katastrophe. Das mit dem Schlüssel kannst du jedenfalls vergessen. Halt oh Mann, oh. Von mir fern. Apokalypse im Namen Lilly. Okay. So, jetzt haben wir hier das Bienennest. Können wir das mitnehmen? Lily dachte darüber nach, den Honig mit bloßen Händen aufzusammeln. Aber dann erinnerte sie sich an die Schelte, die sie neulich in der Kantine bekommen hatte. Sie brauchte einen besseren Plan. Okay, was haben wir hier? Wollknäuel. Nimm noch den Pinsel.
Gut, dann nehmen wir den Pinsel. Könnte ich mir am ehesten vorstellen. Wieso, mit dem Wollknoll könnten wir das theoretisch auch machen, ich meine. Okay, vielleicht, ja, reicht es, vielleicht reicht es nicht bis hier, ne? Geh mal Freeman ärgern. Pinsel ihn mal an. Bin ich dir noch nicht genug mit Honig beschmiert? Willst du noch mal nachbessern? Oh, wie ich dich hasse. Lily war kurz abgelenkt gewesen. Aber allem Anschein nach wollte Freeman ihre Sachen gar nicht haben. Wohl für den Fall, dass sie noch benötigte. Er war so ein guter Freund. Sehr gut. Tja, ja, schade. Okay. Gehen wir mal zurück. Jetzt haben wir nämlich den Honig. Und da ja Termiten so gerne, wie wir erfahren haben, von Freeman Süßigkeiten mögen, können wir ja mal die Termiten hier benutzen. Tatsächlich reagierten die Termiten sehr aufgeregt auf den Honig. Um sie wegzulocken, musste Lily nur noch eine geeignete Stelle finden, wo sie ihn hinschmieren konnte. Ich habe gerade eben bemerkt, dass Lily eine Spur aus Honig schon gelegt hat, komischerweise. Okay, ja, aber wir müssen anscheinend trotzdem irgendwo den hinschmieren. Schmier den mal auf den Baum. Vielleicht geht das ja. Lily hätte dem Baum gerne all ihre tollen Sachen gezeigt, aber er hörte sie gar nicht. Halb so schlimm. Oh, ach so. Lily war das gewohnt. Ich quatsch ja auch immer gerne mit Bäumen. So, vielleicht Komposttonne. Die Komposttonne war der ideale Platz, um die Termiten umzusiedeln. Lily ah, alles klar. Hahaha.